Hallo Leute, willkommen zurück bei Wortels. Schon lange haben wir nichts mehr gehört von uns. Wir wollten in irgendeine Stadt, ich muss irgendwie Zeug verkaufen. Das nächste wäre Cortia, oder? Cortia? Ja, dann lasst uns mal nach Cortia zurückgehen. Vielleicht können wir auch hier rum, das wäre auch nicht so schlecht. Gut, da werden wir wahrscheinlich, ja, da oben sind noch Banditen, die wollen wir jetzt aber gar nicht angreifen. Da ist eine Brücke, da kann ich auch nicht drüber. Frechheit. Wird mir einfach der Weg versperrt. Na gut, dann gehen wir zurück. Die Burg, vielleicht kann ich da etwas verkaufen. Da kann ich nur, da kann ich zum Schmied. Zum Schmied können wir noch einiges verkaufen, bestimmt. Und natürlich kaufen, ist ja klar. Aber ich muss ja Zeug loswerden, ne? Genau, jetzt habe ich letztes Mal geschaut. Das kann er auf jeden Fall haben, dieses Riesenschild. Ich glaube, das kann er auch haben. Wir verkaufen jetzt einfach so viel wie möglich. Dann diese zwei hier, Stufe 7 und 8. Ja, da ist jetzt halt die Frage, welches behalten wir hier? Das ist Stufe 8, das ist Stufe 9. Wir verkaufen eben das hier einfach mal. Denn diese Hüte hier, das ist Stufe 6 erforderlich. Dann haben wir diese Leckereien. Okay, das bestickte Taschentuch. Die Kochkelle, das haben wir ja alles mal hergestellt. Haben wir bisher nicht wirklich gebraucht. Dann das Tapert des Anführers. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist auch eine leichte Rüstung. Das könnte ich vielleicht noch gebrauchen für jemand. Weiß ich gar nicht. Helede vielleicht. Ich glaube, Helede kann eine tragen, eine schlechte Beziehung zu jemand. Die kann eine leichte Rüstung tragen. Die ist deutlich schlechter. Verkaufen wir die mal. Also wenn für Helede das schon schlecht ist, dann kann man es auch wirklich nicht gebrauchen. Das erhöht ein bisschen die Tragfähigkeit. Okay, das wollen wir gar nicht. Dann soll die das erstmal behalten. Verkaufen wir das auch. Und hier ist jetzt, da würde ich jetzt gern, wie war denn das? Das wieder da rausholen. Und dieser komische Helm, was ja kein Helm ist, ist eher ein Ralfstahlhut. Das kann auch sie eigentlich tragen, ne? Erfordert halt Stufe 8. Willenskraft 1, 1, Rüstung 12. Das hat halt eine hohe Rüstung. Das hat auch eine hohe Rüstung. So toll wird das Ding wahrscheinlich gar nicht sein. Dann haben wir halt wahnsinnig viel Sandstein und das Ganze. Was ist das hier? Kritischer Treffer? Was hat denn Helede eigentlich? Die hat diesen Gurt hier. Was ist das? Während eines Angriffs von hinten. Okay, ja, das ist okay. Der hat 5. Und der hat 10%. Lasst uns das doch einfach verkaufen. Naja, nein. Helede, du nimmst das hier. Und das hier verkaufen wir. Brauchst du nicht. Dann haben wir noch jede Menge Essen. Das ist ja okay. Das Essen. Und da würde ich jetzt noch schauen, wie man das bestätigen. Wir können auch Dinge modifizieren. Ich kann das Ding modifizieren. Das ist natürlich auch so cool, ne? Aber was brauche ich dafür? Okay, Eisenerz. Okay. Geistergladius. Geisteraxt. Geisterkolben. Das haben wir eigentlich hier alles schon gemacht. Außer das hier. Geisterwurfball. Guck mal an. Das machen wir natürlich einmal. Das kostet, gibt uns Wissen und dann hat die auch wieder was zum Rumschmeißen. Unsere Helede. Und sonst können wir auch gar nichts machen. Das wäre jetzt hier, wir brauchen halt weißes Leder und akademische Stahl und Reifstahl halt, ne? Genau. Und wenn wir das hier modifizieren, brauchen wir auch weißes Leder.
Okay. Dann gehen wir nochmal nicht Helene, sondern doch. Du kriegst in dem Fall hier die Äxte noch. Axt. Und du, Kollege. After class fled. Nee, für dich habe ich eigentlich gerade gar nichts. Das verlassen wir mal, gehen raus. Gehen wir nochmal in die Burg. Seltsame schwarze Konvois gesichtet. Die Konvois müssen gestoppt werden, wenn wir Vernalis den Geldhahn zudrehen wollen. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr werdet mich begleiten. In eurer Mitte werde ich wie ein einfacher Söldner aussehen, so dass wir das feindliche Gebiet infiltrieren können. Dann werden wir einen dieser schwarzen Konvois auflauern und der Sache auf den Grund gehen. Das ist eine gute Frage. Ich verlasse das nochmal. Ist bereit für den fürstlich zu entlohnen, der fähige Männer für den Kampf in unseren Reihen rekrutiert. Abtrünnige aus Vernalis Armee wie auch unsere sind in der Gegend untergetaucht. Sie sind fähige Soldaten, aber sie haben jeden Kampfeswillen verloren. Wenn es euch gelingt, mindestens zwei dieser Gruppen für unsere Sache zu gewinnen, werden die anderen folgen und das Kopfgeld ist euch sicher. Lady Leia. Glaubt nicht eine Sekunde, dass dieser Krieg irgendwas im Leben in dieser Burg geändert hätte. Wie können Sie es wagen? Soll ich etwa auf mein Geburtsrecht verzichten, nur wenn Vernalis einen Traum hatte? Ja, das ist, es ist wieder so. Ne? Lost trägt das Wappen. Das ist schon wieder so eine Entscheidung. Wir haben doch Vernalis geholfen, oder? Ich meine, uns ist es egal. Wir sind einfach Söldner, würde ich sagen, in diesem Fall. Wir nehmen das einfach jetzt hin. Den nehme ich auch an. Denen eskortieren wir ihn. Gut, dann gehen wir halt dahin und eskortieren wir ihn. Was soll's? Wie viele Punkte haben wir hier denn eigentlich? Eigentlich wollten wir ja zurück, ne? Das ist ja klar. So, erlernt für eins. Ja, das ist klar. Wo ist denn, wo steht denn hier? Sag mal. Da, zwei. Okay. Ja, zwei Bissen. Alles klar. Was könnte man denn hier erlernen? Reichhaltiges Kopfgeld. Entwickelt einen Geschmack für versenktes Fleisch. Brennen? Wie schlecht verstehen Gewinn an Härte. Nee, das will ich auch nicht. Sagen beim Trinken vergessen. Ich glaube, das ist eins der neuen Sachen, oder? Guck mal, dieses Zahnhalsband hier. Aber ich habe diese komische und die Schiene hier. Wo kann ich denn die Schiene herstellen? Ich glaube, die kann ich im Lager herstellen. Kann ich im Lager herstellen, die Schiene? Das Lagerfeuer? Komm, das können wir auf jeden Fall mal machen. Was haben wir hier denn noch? Bestände? Das ist für die Gefangenen, ja, das brauche ich gerade gar nicht. Dann hätte ich hier ja noch, was wir hier machen könnten, wäre Waffenschmiedeset. Das lernen wir jetzt auch einfach mal. So, dann haben wir wieder einen Haufen erlernt. Und ja, schauen wir mal, wem wir helfen können hier. Wir müssen mal schauen, wie viel wir hier drin haben. Wir haben nämlich jetzt gerade... Gewicht in eurem Inventar, Lagergewicht, Tragfähigkeit, ja aktuell, ne? Immer noch, wir schleppen immer noch zu viel mit uns rum, aber ich glaube, wir greifen die jetzt mal an. Sollte sich ja sowieso noch ausgehen. Axt habe ich noch, die habe ich noch einen Dolch, aber ich glaube, kann ich den auch noch nicht verwenden, gell? Mist! Na gut, also, wir haben unseren Bär. Ich muss hier erstmal hier wieder ein bisschen reinkommen hier. Wo sind denn hier die Feinde? Da. Okay, wo können wir hin? Hier ist Schlamm, hier ist doof. Was wir machen könnten, wäre alle hier hin. Und Anna dann. Wo ist denn Anna eigentlich? Anna, wo ist denn Anna? Komplett auf der anderen Seite war ja fast schon klar. Könnte sich eigentlich hier hinstellen in den Schlamm. Das wäre auch gar nicht so schlimm.
und er hier hin. Dann könnten wir die hier oben angreifen und die könnten sich ein bisschen um die Mitte kümmern. Genau. Schauen wir mal. Das wird nicht klappen. Gehen wir doch hier hin. Was machen wir denn hier? Okay. Es gibt wohl kurzen Prozess. Und ja, das kann man jetzt noch machen. Schlachtruf. Oder Schutz. Naja, machen wir halt Schutz. Was soll's. Oh, das war nett. Also Georg, naja, hätte er auch umbringen können, ne? Wäre ein bisschen sinnvoller gewesen. Jetzt wäre die Frage, treffe ich mit ihm hier mit Joachim 2? Fragen über Fragen. Dann mache ich das lieber hier oben. Also Johann ist ja immer bereit für sowas. Vor allem, weil er ja Riposte hat. Schade, ist noch nicht gestorben. Boah, das ist natürlich wieder dieser Wahnsinn, ne? So, jetzt kommt der hier oben dran. Jetzt haben wir hier natürlich ein kleines Problem, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal mit ihm hier hin. Und machen hier einmal zack. Oh, der war ganz schön ordentlich. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Lassen uns halt einmal pieksen von ihm. Okay, wen haben wir denn hier hinten noch? Die Leder haben wir hier noch. Ja, das ist jetzt natürlich Katharina. Naja. Ist ja jetzt gar nicht mal so gut. Ja, Verteidigungsstellung. Hat der zwei Äxte? Ach, das sind Scherge. Okay. Und der muss jetzt halt zu dem Bär. Ist der auf jeden Fall im Kampf verwickelt. Der Saboteur. So. Mal hier gucken wir hier unten mal. Also Heinrich. Heinrich, trifft er hier zwei? Das wäre die große Frage. Wir gehen mal hier hin. Das ist der nämlich schon mal tot. Das ist auch okay. Ihm hilft jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und dann hauen wir immer noch uns auf die Rübe. Nicht so schlimm. Er ist jetzt fertig. Ja. Gut, wen haben wir noch? Den Schergen da oben. Kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Ich glaube schon. Oh, der Verdacht. Das wäre super, wenn ich den da hinschubsen könnte, aber das wird wahrscheinlich nicht passen. Was macht er jetzt? Ja, er läuft jetzt natürlich hinter mich. Er nicht wirklich hinter mich. Ich kann mich ja noch drehen. Ich bin ja nicht doof. So. Zack. Sehr schön. Es war auf jeden Fall ein schöner kritischer. Und Maria mal wieder. Die uns am Anfang wirklich, wirklich, wirklich heftig. Wirklich heftig geholfen hat. So, schmeiß mal ihm hier erstmal was am Kopf. Und jetzt ist es natürlich, können wir nur einen Bewegungsschuss machen. Also falls sich da jemand bewegen sollte, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja, da oben, da komme ich aber nicht hin.
kümmere ich mich halt um ihn. Oh, eins. ja. Ah, okay. Warte mal. Ich kann es da so machen. Das ist natürlich cool. Und dann lösen die sich erstmal nur, okay. Aber gut, sie haben jemals einen Schaden bekommen. Das ist ja schon mal was. Wo laufen wir hin? Hier hin. So, was macht der Plünderer jetzt? Wen, auf wen geht er? Auf Joachim. Okay. So, dann schauen wir. Dann ist er hier oben dran. Das ist okay. Mit dem würde ich jetzt gerne woanders hinlaufen. Oder wir gehen hinter ihn. Oder hinter ihn. Wir gehen hinter ihn. So, und immer noch ein Axtwurf. Rupplige Axt, also wirklich. So eine poplige Axt. So, und dann wäre der Abgrünige hier dran. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am besten lösen. Soll ich es wagen? Ja, ich wage es mal. Ah, der hat keinen zurückgehauen. Also ihn, wenn ich ihn in den Kampf reinkriege, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, oder? Ich gehe einfach mal raus. Wäre auch nicht schlecht. So, dann ist sie dran. Also sie ist eigentlich nicht dran. Genau, Angriffshaltung machen wir nicht. So, und dann kümmern wir uns mal, um die müssen wir uns gar nicht so sehr kümmern. Was? Der ist nicht gestorben? Er hätte doch glatt sterben können, oder? Okay. Also den da oben muss ich auf jeden Fall helfen. Und noch ein bisschen Wut in das Ganze rein. Ist ja hier der Boss. Leider dann nur einmal. Gut, dann gehen wir einfach mal hier hoch. Ein bisschen Kräfte verteilen. So, und dann wäre ich oben dran. Aber ja, das wäre jetzt echt doof. Nee, da gehe ich nicht hin. Mit ihm könnte ich ihn ja mit Maria, oder? Wir gehen hinter dem Boss. Oder so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gehen wir halt hinter den. Mal den ein bisschen anfeuern. So, der Blinderer. Der ist ein bisschen vorgekommen. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir die zwei hier noch. Und er kommt noch dran. Okay. Feuerbefehl geben wir auf. Das hilft leider gerade nicht. Und Feuerbefehl hierhin. Auch gerade nicht. Okay, also Katharina müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder mal helfen. Wie so oft.
Okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Hier gleich mal ein bisschen. So. Dass dann hier die nächste Runde beginnen kann. So, jetzt ist der Abtrünnige dran. Jetzt müssen wir mal schauen. Mal die beiden treffen mit dem Heinrich. Müsste eigentlich klappen. Wenn ich noch eins zurückgehe. Ja. Ja, reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Aber ich kann vor ihn. Und ihn töten. Wunderbar. So geht es natürlich auch. Bleibe ich gerade hier, würde ich sagen. Dann haben wir ihn hier unten noch. Okay. Gehen wir mal von hinten. Oh, das war ja echt mal heftig. Ah je, das war ja eher schwächlich. Aber gut, gehen wir ein bisschen hoch. So, die werden sich beide nicht mehr bewegen. Dann kann ich auch sie jetzt denn nehmen. Ach, das war ja auch wieder doof, ne? Aber dass ich wenigstens den töte. So, jetzt du. Johann, helf mal dem Bären. Er hat ja immer so ein bisschen Problem. Oh, das war richtig gut. Der duckt sich sogar weg, guck an. Bringt ihm aber nichts. Dann gehen wir mal hinter den. So, als nächstes kommt er. Scherge sollen wir ihn festnehmen. Können wir auch ein bisschen mehr tragen, ne? 70% nicht geschafft, unglaublich. Wie kann sowas denn passieren? Mist. Ist der Katharina auch noch totgeweiht. Ganz schön nah, der hat ja auch Power, oder? Ja, jetzt muss ich die ein bisschen schützen, ich weiß gar nicht. Komm nie auf blöde Ideen. Wütend. Dann eilen wir hoch zur Hilfe. Ich hoffe, stirbt hier, wenn sie da weggeht. Nee, ist sie nicht gut. Jetzt will ich es wissen. Jetzt haben sie ein Problem. So, jetzt gehe ich erstmal hier hin. So. Lass sich doch jetzt nicht rennen. Also.
So, was haben die mir? Und Moskito-Stechrüssel, das ist doch schon mal was. Was haben wir hier denn noch? Wir nehmen trotzdem natürlich wie immer alles mit. Wir reparieren alles. Und behandeln alle. Und das natürlich sortieren. Schauen wir mal, was wir, wo wir jetzt eigentlich hin wollen. Also da hinten kommen wir irgendwie noch nicht hin. Das verstehe ich noch nicht ganz. Da muss noch irgendwas sein. Da sind noch Banditen. Da ist noch ein Lager. War ich in dem Lager schon? Verlottertes Lager. Total verlottert. Oh je, mit verlotterten Leuten. Oh, das haben. Und Essen. Guck mal, was haben die da Leckeres? Ein Fallensteller-Fondue. Aha. Okay, das ist ein Fallensteller. Sobald wir es erblickten, flohen wir gegen Süden, das schwarze Hose. Es war da, direkt vor den Toren unserer Fischerei. Wenn ihr überleben wollt, meidet das Flussufer und wagt euch nicht in die Nähe dieser Fischerei. Während meine Schwester zur See fuhr, blieb ich hier und webte Wolle. Aber solange dieses Pferd hier wütet, traue ich mich nicht draußen, meinen Webstuhl zu holen. Das ist alles, was ich mitnehmen konnte. Okay. Was hast du denn da? Rezept Haferbrei. Ja, kauf mir das doch mal. So, was kriegst denn du? Du kriegst auf jeden Fall das. Und sonst... nichts. Was haben wir denn hier noch? Ich bin Kopfgeldjäger und Entdecker. Wehe dem, der das schwarze Ross, nicht die schwarze Rose, Mensch, besteigt, denn diese Bestie entführt ihn in die Nacht, auf dass er niemals wiedergeboren wird. Vergesst die Söldner und andere Raufbolde, lieber sterbe ich durch die Hand eines Menschen, als von einem Dämon entführt zu werden. Die scheinen ja wirklich Probleme zu haben mit diesen mit dem Pferdchen, wo der anscheinend unterwegs ist. Wir schauen mal, was wir hier eigentlich jetzt an Rüstung haben für ihn hier. Wir haben ja das hier neu bekommen, ne? Und sonst nichts. Was ist denn das hier? Glaslinse in der Antiquität. Was will ich denn mit der Antiquität? Ne, durch das Glasblick, das scheint alles verzerrt. Das Glas soll vermutlich in etwas eingesetzt werden. Wollen wir das? Brauche ich das? Ich glaube nicht. Genau, was habe ich denn hier? Eine mittlere Rüstung. Peter? Wie sieht es bei dir aus? Auch nicht. Heinrich, wie sieht es bei dir aus? Auf keinen Fall. Joachim, wie sieht es bei dir aus? Du hast das Gleiche schon an. Erfordert eine höhere Stufe. Ja gut, da kommen sicher bessere Sachen. Kann ich ihm das Blatt wieder verkaufen hier? Bei dem Hut bin ich mir nicht sicher. Der schwere Helm. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, den jemand gebrauchen kann. Der kann schweren Helm, aber sie kann schweren Helm tragen. Ein bisschen höheren kritischen Treffer. Ja, das haut es aber nicht raus. Heinrich kann, glaube ich, auch einen schweren Helm tragen. Na, bekommen wir auch. Verkaufen wir auch. Dann haben wir noch das hier. Auch ein schwerer Helm. Na, guck mal, der ist sogar ein bisschen besser. Hat weniger kritischen Schaden. Plus eine Willenskraft. Haut mich jetzt nicht vom Sockel, das Ding. Er kann es sowieso nicht tragen, aber sie. Weniger Rüstung. Ja. Nee, also das macht nicht. Macht's nicht fett. Kann er noch? Nee, er kann mittleren. Macht's nicht fett. Kannst du auch haben. Was haben wir noch für dich? Sonst nichts. Sonst nichts. Naja. Ja, ja, da kannst du nichts. Machst du nichts, ne? Kannst du nichts sagen dazu. Na gut. Oder sollen wir das jetzt noch verkaufen? Das ist eine Antiquität. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Hier kannst du die da, das kannst du auch haben. Verkaufen. Oder sonst noch irgendwas, was wir nicht brauchen? Wollen wir mal genauer schauen? Ne. Gut.
Gut, da waren wir in dem Fall überall noch gar nicht, gell? Sie haben irgendein Problem mit irgendeinem Pferd. Da oben waren Räuber. Das habe ich gesehen. Da werden wir dann nächstes Mal hingehen und die mal aufmischen, würde ich sagen. Da oben sind sie. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.